Na. Ja. Erzählt, was gibt's denn Neues? Was bei dir? Ja. Ja, passt schon. Nix eigentlich. Uiuiui. Geht mal den kaputt, mein Silberbaut. Jetzt geht mein Silberbaut den kaputt hier. So, jetzt. Bei Wie mir geht's? schon. Erzählt. Ich komme immer mehr drauf. Wie Also, schaltest du das jetzt ein? habe ich ja schon eingeschalten. Helene, ist schon eingeschalten. Aha. Ich komme immer mehr drauf, dass ich mich irgendwo selbst blockiere bei der Gottessprache. Weißt, ich weiß zwar die Schritte, aber keine Ahnung, was da in mir abläuft. Toni, es ist vollkommen gleichgültig, was in dir abläuft. Es ist wichtig, dass du es beobachtest. Die Schwierigkeit ist, dass man sich noch viel zu viel Gedanken über die Gedanken macht. Und das ist das Problem. Das ist die Lösung. Erinnere dir, was ich hier dir erzählt habe, auch über die Alzheimer, über die Vergesslichkeit. Es ist vollkommen gleichgültig, wenn du was vergisst. Was wichtig ist, dass da einer da ist, der das merkt, dass der beobachtet wird, was vergisst. Und dann wirst du merken, dass sich der Zweite wieder einmischt. Ja. Habe ich euch bestimmt schon mal gesagt, aber ich erzähle es nochmal. Ich mache euch jetzt mal eine sehr geistreiche, hochwertige Fernsehsendung, denke ich mir jetzt, die heißt Der Bergdoktor. Viele nennen das Kitsch. Es ist ja immer die Wertung schon wieder, das ist Kitsch. Da gibt es eine Folge in dem Bergdoktor, da ist ein junger Autorennfahrer, der macht Rallyes. Sein Bruder ist ein Automechaniker und der ist verheiratet. Und Hintergrund, der Bruder hat ein Verhältnis mit seiner Frau. Er weiß aber nichts davon. Das sind Brüder, aber es ist schon länger. Und dann stellt sich raus, dass er immer beim Fahren, wenn die auf dem Training sind und der trainiert für die Europameisterschaft, aber das ist nebensächlich, dass er immer für Sekunden Aussetzer hat. Geistig. Dann geht er zum Doktor, Bergdoktor. Und er macht dann Untersuchungen und er stellt fest, dass er an Demenz leidet. Anfangsstadium, das sind immer bloß so Aussetzer für 2, 3 Minuten. Und er untersucht es dann genauer. Und dann sagt er, da kann man nichts machen, das kann man nicht aufhalten. Das ist einfach so. Und dann fragt er, wie lange er noch hat. Und dann sagt er, das kann man schwer einschätzen. Mit Medikamenten kann man es ein bisschen eindämpfen, aber man kann es nicht aufhalten. Aber das mit den Aussetzern wird immer schlimmer werden. Das ist das, die leichte Demenz. Und dann glitzt er in den Alzheimer rein und er gibt ihn höchstens nur ein Jahr, so wie es momentan aussieht, nach den Erfahrungswerten der Medizin. Und dann ist er natürlich entsetzt und jetzt das Drumherum mit der Frau, die natürlich ihn in den Stich lassen will, mit dem Bruder, obwohl sie sich trennen wollte und er wusste überhaupt nichts davon, unabhängig davon. Aber jetzt kommt die entscheidende Szene, Toni. Und er in einer panischen Angst hier vor der Alzheimer fragt er den Bergdoktor, muss ich leiden? Und dann sagt der Bergdoktor, da kann ich dich vollkommen beruhigen, du wirst es überhaupt nicht mitkriegen. Die, die leiden werden, sind deine Angehörigen. Die werden leiden. Du kriegst es überhaupt nicht mit. Und jetzt ist es ganz wichtig, in der Geschichte das Rausch zu drücken, da sagt man, das ist Kitsch, aber alles, was in einem auftaucht, muss man ja Gedanken machen. Und ich habe so oft gesagt, ich merke unheimlich, wie der Udo vergesslich wird bei vielen Sachen. Aber ich merke auch, dass all die Sachen, die vergesslich, wo ich vergesslich war, dass die nicht wichtig sind. Die sind des Merkens nicht würdig und du wirst auch in das Chatdenken nicht kommen, solange du an die grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache denkst, wirst du nicht einfach schlafwandlerisch was lesen oder schlafwandlerisch sprechen. Du weißt, wie oft habe ich gesagt, wenn ein Kind in die Schule kommt, wenn es gut erzogen ist, spricht es eigentlich schon ein grammatikalisch einwandfreies Deutsch mit einem beschränkten Wortschatz. Aber das spielt keine Rolle. Aber die Grundregeln der Alltagssprache sind komplett da. Also ist es ein totaler Blödsinn, dem Kind die grammatikalischen Regeln der Sprache beizubringen, weil das beherrscht sie doch, das Kind doch schon schlafwandlerisch. Und das ist der Übergang. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, ich muss ja das immer in der Geschichte packen, Toni. Auf der anderen Seite ist, dass ich merke, dass ich in einem höheren Chatbereich so einen auf der Ebene überhaupt nicht beschreiblichen Zuwachs am Verstehen habe, das hört ja nie auf. Ich reduziere mich ja eh schon immer wieder runter.
Und dass jetzt gerade so eine Phase ist mit dem Vergessen. Nochmal, dass du was vergisst und was du vergisst, ist vollkommen gleichgültig. Ist jemand da, der das bemerkt, dass das Objekt, das beobachtet wird, wo beobachtet wird, dass das was vergisst, ist der da, bewusst da, der das bemerkt? Das ist nämlich der, der überlebt. Nicht Wissen. Wissen hat noch nie überlebt, Toni. Ich beobachte auch, dass Toni unbedingt diese Sprache lernen oder beherrschen möchte. Da beobachte ich, wie mein Ego dahinter ist. Das genau, es muss nur der, mir geht es doch nur um den, der die Sachen beobachtet und merkt. Ja. Das Wissen ist immer vorläufig. Du kannst jetzt angenommen, du wärst jetzt in der Scheibenwelt, das, was normal wäre, war die Weltscheibe und jetzt wirst du das erste Mal konfrontiert, das ist eine Kugel und du lässt dich jetzt auf die neuen, ob die jetzt irgend du aus einem Buch raus hast, in deinem Traum. Der Witz ist ja immer wieder, dass ich sage, Toni, du musst eins wissen. Sobald, wenn wir jetzt das Toni-Buch nehmen, da hat es ja lange Zeit überhaupt kein Internet gegeben. Und irgendwann einmal auf den hinteren Seiten taucht das Internet auf. Und du musst dir wissen, sobald du im Traum dich an einen Computer hinsetzen kannst, dann weißt du, dass das ein Tor ist zu Milliarden von Sichtweisen. Ich könnte jetzt sagen, von Milliarden von Internetseiten. Wo kommen die alle her, sobald du jetzt irgendeine bestimmte Art steuerst? Komm mal die Internetseite, wenn du im Computer, im Traum an einem Computer sitzt, komm mal die irgendwie vom Außen, von einem Internet da außen. Das heißt, das Wissen muss ja schon auf der Seite 20 in dir drin gewesen sein, weil die Seite, wo das Internet auftaucht, das war ja schon da. Du hast dort dich bloß noch nicht hingelebt. Genau. Was jetzt das Verrückte ist in dieser Metapher, dass diese Gedankengänge mitgehen. Das ist eigentlich das Entscheidende jetzt. Und darum betone ich immer wieder, lass das Leben laufen, wird immer mehr zum Beobachter. Das ist jetzt ein großer Verwandlungsschritt in die andere Ebene. Und du kannst immer wieder dann beobachten, wie der Toni reagiert. Und ich sage, es ist doch okay, es ist vollkommen gleichgültig, wie er reagiert. Es ist immer noch die Schwierigkeit besteht in dem Moment, wo jetzt das Wissen, das ja jetzt schon in Ansätzen da ist, dieses höhere Wissen, indem er ich habe das Beispiel bei der Andrea gesagt, da müssen wir gar nicht reden. Die Andrea, die wir uns jetzt ausdenken, der spreche ich extremes intellektuelles Wissen in Bezug auf Holofilling zu. Wenn ich habe das so intensiv studiert wie die Andrea. Ihr großes Problem jetzt, wenn ich die beobachte, dass wenn die sagt, ich weiß ja alles, wenn die ich sagt, meint sie die Andrea. Mhm. Und das ist sowas von unwichtig. Mhm. Genau. Das ist das und darum bleibt das, weil das immer intimer, das ganze Spiel. Und das normale Leben lässt du einfach laufen und du schaust, was du magst. Du schaust, wo du Entscheidungen treffen musst. Du schaust, wie der Toni sich entscheidet oder die Helene sich entscheidet. Du schaust, wie die Helene reagiert. Ich habe viel Spaß mit meinem Udo. Ich reagiere auf Sachen mit dem Udo-Programm. Gestern mache ich die Bildzeitung auf. Ich habe gemeint, das ist jetzt langsam vom Tisch. Hinten ganz groß eine halbe Seite. Ein blutüberströmtes Kind, das da liegt, nicht tot, und dann steht ganz groß drunter, schau diesem Kind in die Augen. Und jetzt kommen die nächsten Sätze schon wieder, das Monster Assad. Jetzt hätte ich gemeint, das ist jetzt einigermaßen mit Syrien, dass sich das beruhigt hat, das Monster Assad. Und das Spiel ist ja innerhalb dieser Lehrgeschichte, es wiederholt sich, es ist ja so offensichtlich in allen Sachen. Ich sage, das ist so primitiv programmiert, wenn ich das Programm sehe. Aber jetzt das wieder mit Venezuela, das Spiel wiederholt sich immer dasselbe Spiel. Ich will jetzt da gar nicht drauf eingehen. Das ist, wenn du wirklich wenn die Hintergründe siehst, das ist wie mit die Bässe, die immer bei den Attentaten überall, selbst in die Türme, wo alles zerstaubt ist, finden sie in den Haufen, wo sich 99,99% von riesen und also wirklich ein riesen Hochhaus, wenn man da mal davor gestanden ist, eigentlich zerstaubt ist, finden sie in den Staubhaufen den Bass von dem Flugzeug, das da reingeflogen ist vom Piloten. Ich sage, das ist wie viel Scheißdreck, muss ich euch noch einspielen. Und jetzt das Allerneueste gestern hier, jetzt ist zur Zeit im Beirat, jetzt wollen sie hier sämtliche über 9-11 und Verschwörungstheorien bei YouTube wollen sie rausschmeißen, die ganzen Videos. Also nicht löschen, aber was im Prinzip dasselbe ist, aus den Empfehlungen der Suchmaschinen rauszunehmen. Mhm. Das heißt, du kannst die Videos bloß noch anwenden, wenn du die Adresse weißt. Ja, super. Das ist wie löschen. Wir löschen es ja nicht. Das ist ja noch freie Meinungsäußerung. Ja, genau. Das ist,
Und jetzt sag ich mal, was soll ich mir das sagen? Und dann wirst du sofort wieder merken, wie dein Programm plötzlich wieder die Illuminaten und die Reichen und die Presse, die alles manipuliert. Der Einzige, der dich manipuliert, ist dein Ego. Ja. Weil dieses Ego bestimmt, wen du vertraust und wen du nicht vertraust. Und dieses Ego bestimmt, was du dir ausdenkst. Und eine Welt, ich denke mir jetzt einen Denker aus, der sich eine Welt ausdenkt. Diese Welt, die der sich ausdenkt, die kann nicht anders sein, wie er sie sich denkt. Eine Welt ist ja eh bloß ständig wechselnde Bilder. Genau. Weil als ganzes Welt ist ja ein riesengroßer Ordner. Und was du in den Ordner Welt da für Vorstellungen aus dem Ordner Welt, deinem persönlichen Vorstellungsordner Welt herausholst an Bildern immer im Hier und Jetzt, die sind nur, wenn du sie denkst, und die werden genauso sein, wie du sie denkst. Das heißt, die Welt wird genauso funktionieren, wie du glaubst, dass sie funktioniert. Und wenn du an dich denkst, denkst du aus dem Ordner Welt, weil du bist ja ein Teil dieser Welt, die du dir denkst, denkst du dir dich raus und du, das Bild, das jetzt auftaucht, diese Vorstellung von dir selber, die dich in der Regel einhält, weil du sagst, ich bin dieser Körper, der wird auch genauso funktionieren, wie du dir das denkst, dass er funktioniert. Mhm. Weil alle Bilder, alle Vorstellungen, die du zu sehen bekommst, kommen aus dem Ordner Welt. Mhm. Ja. Mhm. Das ist einmal das Erste, was du begreifen musst. Und der Einzige, der die Welt elementar verändern kann, ist der, der sich's ausdenkt. Der muss bloß die Daten seines Ordners verändern. Ja. Die Leute versuchen immer, den Film zu verändern und haben keine Ahnung, was eine Datei ist. Ja. Mhm. Wenn du einen Film verändern willst, musst du die Datei verändern. Aber dann habe ich schon gesagt, die Datei von einem Film, wo du auf dem Computer hast, die du durchaus mit einem entsprechenden Programm verändern kannst, ist eine Kopie von einer anderen Datei, die trotzdem belastet bleibt. Ja. Mhm. Es wird sehr einfach. Ja. Das ist mit Worten, Toni, mit Worten, das, was wir mit der Fahrersprache machen, wenn du das sagst. Die Fahrersprache ist bloß ein System, dass du die Symbolik der Sprache umsetzt, dass du, man hat ja früher mal, habe ich auch sehr oft darüber gesprochen, das digitale Denken und das analoge Denken, die Analogien, die Entsprechungen, die rein angeblich rechnerisch keinen Zusammenhang haben. Analog ist ja kontinuierlich. Mhm. Aber das gibt es ja nicht. Es gibt nur digitalisiert. Dein Licht ist Geist, dein Geist ist Licht, so rum, und Licht ist gequantelt. Da gibt es nur ganzzahlige. Das ist jetzt das Prinzip des Binären, des Digitalen. Und was jetzt die Symbolik anbelangt, Toni, pass auf, wir können ja jetzt ganz, ganz einfach einmal was machen, wenn ich jetzt, ich tue da mal meinen Bildschirm übertragen. Das nehmt ihr übrigens auf, das was sehen. Und jetzt pass auf, jetzt muss ich da ganz kurz, ups. Da können wir jetzt da rein. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir ganz einfach, wir machen mal diese simple Metapher zwischen oben und unten. Wir sagen, das Wichtige ist die Nulllinie, okay? Ja. Das hast du mir um unsere, jetzt hast du mein Bild nicht. Wie mache ich jetzt das? Ist ja was, du denkst ja, die Nulllinie, okay, und diese Nulllinie, wir haben unseren Himmel oben und unser Meer El Hayom haben wir unten. Ja. Wenn wir jetzt unten das El Hayom unten haben, ich sage, das, wo alles entspringt, wo jetzt dieses oben und unten entspringt, das ist die eigentliche Mitte, das bist du selber. Genau. Weil du denkst jetzt eine Nulllinie aus und dann machst den Himmel drüber und jetzt ist es, der Himmel steht für HM, das Meer, und ML machen wir mit 70 geschrieben, heißt das Meer und eine Gestalt, oder von Gott, das Meer von Gott. Ja. Okay, und drunten haben wir Gott, das Meer. Mhm. Jetzt pass auf, unten, sagen wir mal im Wasser allgemein, wenn ich jetzt das Leben im Wasser beschreibe, sage ich, da leben die Fische. Okay? Ja. Das hebräische Wort für Fisch ist Dag. Ja. Und jetzt bleiben wir einfach, wir lesen nur rot-blau, ich muss gar nicht wissen, was das eigentlich im Hebräischen heißt, aber da ist jetzt schlichtweg und einfach das Dag, haben wir ja unseren geöffneten Geist. Aber in dem Moment, wo sich der Geist unter dir, in dir, im Zentrum öffnet, entsteht ein Oben. Okay, ist klar. Wir können ja übrigens das Fisch auch, wir können ja da mal statt ein Fisch machen wir mal P-I-Shin. Okay. Da hast du jetzt das da mal ein Ausstrecken. Das sind SDR-Ecken aus. SDR-Ecken heißt aus geheimnisvollen Ecken, weil SDR ist geheim. Geheimnis. Mhm. Da kommt jetzt plötzlich aus geheimnisvoll, kommt eine Vereinfachung. Das heißt, wir machen aus vielen Fehlern, schauen wir immer bloß eins, ausbreiten, austeilen. Mhm. Das ist übrigens auch dieses Bisch. Wenn das jetzt anschauen, das Wissen deines Intellekts wird eine logisch aufgespannte Spiegelung. Ja. Das ist Ausstrecken. Mhm.
Ja. Ausbreiten. Berei im Spiegel. Das waren jetzt Vereinfachungen. Das heißt, wir machen viele Fächer, wo wir sagen, jedes Fach ist einfach. So kann ich das zum Beispiel lesen. Genau. Das ist interessant. Das ist Pi, wird zu aufgespannten logischen Spiegelungen. Ja. Der Fisch. Wir sind immer noch Badak. Die Öffnung deines Geistes. Das ist natürlich auch dann hinten dieses P-Isch. Wir können auch sagen, das Wissen wird zu einer Gestalt geworden in aufgespannten Spiegelung. P-Isch. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir nochmal, das Wissen wird zu einer Gestalt geworden in aufgespannten Existenz. Logischen Existenz. Sobald sich das aufspannt, machst du mir 4 Quadranten auf und Bischon ist einer der 4 Flüsse im Paradies. Ja. Okay? Wir spreizen was auseinander und dann kriegst du eine logische Lichtung. Und in der fängst du an, herumzuwillen. Genau. Ich will jetzt da nicht weitermachen, das war jetzt nur der Fisch. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Oben im Himmel, allgemein, wenn wir sagen, die Himmelswesen sind Vögel. Das sind Vögel. Ja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir den ersten Trick, was hier nicht dabei steht. Der Vogel ist ja V. Wir können aber hier für das V auch ein B setzen. Ja. Und dann kriegst du Bo, heißt in ihm und Gell heißt Wellen. In ihm sind Wellen. Genau. Ist dabei? Ja. In ihm sind Wellen, das ist der Vogel. Jetzt haben wir nur den Vogel hebraisiert. Jetzt schauen wir mal beim Hebräischen, da gibt es für Vogel 2. Das eine ist das da mal off. Ich schreibe es mal ohne Waff. Siehst du, das ist jetzt das erste Mal der Begriff mit Fliegen. Das heißt augenblickliches Wissen. Das augenblickliche Wissen, ich übersetze es ja gerne als Geschwingel. Schau, Vogel. Das kann man Vogel lesen. Ja, genau, Geschwingel. Schau mal, die Wörter, das nächste Wort, wo anfängt mit off, sind 2G. Jetzt sind wir wieder unter der 2G, ist Gack, 3-3. 2G ist ja 3-3, wird zu 33 gelesen. Und das heißt, das augenblickliche Wissen ist nicht existiert. Es ist I am. Das heißt, das ist ihr Nichts. Ja. Da kannst du jetzt vielfältig machen, aber pass auf, wir können natürlich auch hier das zweite Wort für Wissen, für Vogel machen. Das ist Zipora. Also die Grundrate ist ZBR. Denk an die Frau von Moses. Das ist die Zipora. Das ist jetzt die Geburt von Wissen, führt zu Berechnungen oder die Geburt von Wissen in deinem Kopf. Was mir jetzt wichtig ist, dass die ersten 2 Buchstaben wieder, wenn wir hebraisieren, ZB, nur die ersten 2 Buchstaben. Ja. Das heißt, jetzt schwimmen, auftauchen, es taucht etwas in dir auf und es ist auf der Wasseroberfläche schwimmen. Auf der Wasseroberfläche auftauchen. Ja. Genau. Und dann sind wir zwangsläufig wieder, ich lasse das mal gut sein und jetzt sind wir zwangsläufig wieder da. Habt ihr mich wieder? Ja. Auftauchen. Das ist das Geschwingel. Das ist der rauskonstruierte Sinus aus unserem Einheitskreis. Das sind Vögel. In ihm sind Wellen. Ja. Ich habe jetzt nur unsere Nulllinie geschaut, was ist im Wasser und was ist im Himmel. Mhm. Oberflächlich unten sind die Fische, oben sind die Vögel. Ja. Es funktioniert mit allem. Toni, ob du das jetzt kannst oder ob du es nicht kannst. Ich habe zum Beispiel beim Holger zur Zeit, was ihm so durch den Kopf geht, das ist mein Bi und meine Eulersche Zahl aus diesen 2 Sätzen, die mit dem Anfang beginnen. Weil er sagt, mir wird jetzt das so bewusst, dass das alleine schon, wenn du musst es doch nur akzeptieren, dass da keine Zufälle geben kann. So viel Zufall kann es überhaupt nicht geben. Das wäre ungefähr so, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt normal gedacht, ich nehme hier 20 2-Euro-Stücke in die Hand. Und ich schmeiße die in die Luft und die fallen runter und die bilden, wenn sie auf den Boden auftreffen, rein zufällig alle 20 wie auf einen Stapel mit 20 Stück. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, was rein mit unendlich vielen Würfen möglich ist, ist wesentlich höher, wie dass das wenn da zufällig welche was geschrieben habe, dass dort diese 2 Naturkonstanten drin sind, vor allem wenn man die dann noch zur Feinstrukturkonstante verknüpfen kann. Ja. Ich sage, wenn ich das jetzt an der Zell und der sagt, ja, ist halt so und er ändert nichts an seinem Denken, der ist nicht bereit, an einen Schritt von seinem Denken wegzugehen. Mhm. Der ist einfach nicht wert, dass er ewig lebt. Mhm. Es ist dieser Überfluss von Samen, die Samenfädchen, die nicht nach dem Eis suchen, haben keine Überlebenschance.
Das ist keine Drohung, ich beschreibe dir einfach, wie die Natur aufgebaut ist, die wirkliche Natur, die göttliche Natur. Ja. Und wenn du vorgesehen bist, ist es auch keine Drohung, dann siehst du das, dann wirst du in den Feuersee geschmissen und wiederholst halt ewig. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ja. Mhm. Wenn ich dir das doch schon auf einem goldenen Tablett passiere, ich rede jetzt ganz allgemein, ich spreche jetzt mit Sicherheit nicht meine Donis an. Ja. Aber ihr wisst, das sind ja viele, die hätten die Chance. Ja. Wenn es einer von vornherein ablehnt oder was, dann kannst du eh, das ist eh bloß ein KI. Mhm. Das ist immer die Sache mit den Hausgenossen. Wenn du deinem Vater, deinen Sohn mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Ich habe aber noch nie gesagt, dass du deine Familie im Stich lassen sollst oder irgendwann verstoßen sollst oder was. Ja. Das sind so die, ich rede von einer anderen Ebene, das Mattenbeispiel. Ich kann doch, wenn ich im Hof bin und mein Sohn spielt mit dem Fußball und der Ball rollt auf die Straße und ich sehe, dass ein Auto kommt und der Kleine in seinem Wahn rennt hinter dem Ball her. Ich kann doch nicht zuschauen, wie der vors Auto rennt. Ich sage doch, du kannst es. Nur nicht der Martin. Du kannst ihn nicht einmal nachrennen, der zuschaut. Ja. Und der Martin wird ganz normal mit seinem Programm nachrennen und seinen Sohn zurückhalten. Ja, ja. Weil der zuschaut, der mischt sich nochmal ein. Weil der von einer höheren Ebene ist. Das ist der Tierchengucker. Das ist der Sprung, wo du einfach akzeptierst, du wirst den nicht betreten, wenn du dich ständig verwechselst mit dem, der du zu sein glaubst. Mhm. Und das Wissen von dem, der du zu sein glaubst, was du zurzeit beobachtest, es wird sich dieses Wissen genauso auflösen wie der sagt, es ist mein Wissen. Ja. Weil du in einen Chatbereich kommst. Das Chatdenken ist ein ganz viel komplexeres Denken, wenn ich sage, kannst du lesen, sagst du ja. An was denkst du dann? An gar nichts. Das ist Chatdenken. Chatdenken kannst du aber erst, wenn du diese Kollektion, um da ja zu sagen, dir im Laufe jetzt nicht in der Zeit, sondern in vielen Einzelschritten sagst du mal A, B, C, D und jedes dieses A, nur einmal an A zu denken, reicht nicht, dass du verstehst, für was das A steht. Ja, genau. Und ich sage, wenn du die ganzen Ohrenbohrungen auswendig kannst, von hin bis vorne diese weit über 20.000 Seiten, aus dem FF auswendig aufsaugen könntest, dann habe ich dir erst beigebracht, auf einer Schiefertafel Aleph zu zeichnen, in Bezug auf die Vordersprache. Es passiert von alleine. Ja. Das ist es. Man ist zu ungeduldig. Ne? Das ist das einfach nur viel, viel mehr bewusst mir das machen, dass ich loslassen muss von dem ganzen Wollen. Weißt? Das blockiert mich selber. Du warst doch, Toni, das ist immer wieder, schau, lies. Ja. Das ist das Geheimnis. Und da geht es jetzt nicht um das Pixelmännchen. Nein. Das ist immer wieder so, das Spiel beginnt mit Ich bin du. Meinst du, ich würde mir für einen Fremden den Arsch so aufreißen? Mhm. Da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Figuren, die wir uns ausdenken. Ja, genau. Aber ich sage wieder mal, ich möchte ja dir eine Freude machen. Mit dem, du magst mal laufen, Freude, Toni. Ich sage immer wieder, die Freude, die ich erlebe ich in dem Moment, wo du Freude hast, dann eben da sein, auch wenn es einmal wenn stürmisch ist. Ja. Es ist der Körper, wenn du die Gleichgültigkeit kriegst. Du weißt, du kannst es laufen lassen, aber wenn Erkenntnis, das sind so einfache Sätze, wenn ich sage, immer wiederhole dich, wenn du rein beobachtest und diese wirkliche reine Beobachtung, die existiert erst die reine Beobachtung, existieren du die gar nicht, wie drücke ich jetzt das aus? Wenn du dich überhaupt nicht mehr einmischst, ich mache es ganz einfach, wenn du auch das, was du siehst, nicht mehr werdest, solange du das noch werdest, bist du das rote Ich, das zwanghaft mit dem blauen Ich verbunden ist. Ich werde es in Weißenbuch-Vortrag noch viel genauer ausführen, da werde ich das nochmal bringen, das ist jetzt nur vorab, pass auf, wenn wir uns jetzt unsere 4X denken. Das ist jetzt erst einmal, wir fangen mal bei dem kleinen blauen Ich an. Das kleine blaue Ich, das heißt, der Blick durch die Augen, der Maske, der Persona, zeigt dir Bilder. Die werden da gar nicht erwähnt. Das ist das, was praktisch, wenn ich immer wieder sage, die Persona ist wie beim Videobeamer die Bilder und du denkst nie an den Videobeamer, an das Display in dem Videobeamer, du schaust die Bilder an. Mhm. Das heißt, diese Bilder auf der Leinwand hängen von dieser Maske ab, die du trägst. Das ist in einem gewissen Maß ist dein Intellekt
in Bezug auf deine Person, wenn du ein Fünfjähriger bist, dann projizierst du die Bilder, die Welt eines Fünfjährigen. Ja. Diese fünfjährigen Maske. Und die Maske eines 50-Jährigen projiziert die Welt eines 15-Jährigen. Ich sage, wenn du sagst, auf der Seite 50, dann hast du die Wünsche eines 50-Jährigen, die Probleme eines 50-Jährigen, und auf der Seite 7 hast du die Wünsche eines 7-Jährigen und die Probleme eines 7-Jährigen. Natürlich ist die eigentliche Ursache das Programm, das die Maske steuert. Aber wir bleiben mal ganz einfach. Das heißt, die Bilder hängen mit der Maske ab, mit dem Dia. Mhm. Jetzt machen wir immer Zweierschritte. Das heißt, wir überspringen nicht zwei, sondern wir machen, schauen immer zwei Stück an. Dieses kleine blaue Ich hängt mit dem großen blauen Ich zusammen. Das heißt, was die Maske macht, habe ich gerade schon gesagt, macht das Programm. Jetzt gehen wir noch einmal ein Stück höher. Jetzt nehmen wir das große blaue Ich und das erste rote Ich. Ja. Das rote Ich ist jetzt schon Bewusstsein, weil es rot ist. Aber es, all das, was dieses Bewusstsein zu sehen bekommt, ist das, was das blaue Ich bestimmt. Ja. Das sieht natürlich das auf der Leinwand, ich gehe jetzt immer wieder hoch. Das heißt, du kannst als rotes Ich nichts anschauen, dir werden Sachen bewusst als rotes Ich, aber du bist zwanghaft noch an das blaue Ich gebunden. Das heißt, du siehst nur das, was das blaue Ich hergibt. Ja. Und wirst auch zwanghaft noch die Sachen bewerten als rotes Ich, in Maßsetzung des blauen Ichs, das du zurzeit erforscht. Mhm. Jetzt kommt der nächste Sprung von dem roten Ich zu dem JCH. Und du schaust immer eins runter. Mhm. Und dann sehe ich, was du siehst, als rotes Ich und wie du das noch einfasst mit deinen Wertungen. Aber ich habe jetzt kein blaues Ich mehr unter mir, sondern schon Bewusstsein unter mir, das ich beobachte nur. Und das ist total wertfrei. Mhm. Ein Bewusstsein, das noch als Untersystem ein blaues Ich, ein Konstruktwerte- und Interpretationssystem hat, ist nicht wertfrei. Ja. Jetzt sind wir dann, wenn ich jetzt auch und dieses Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm braucht ein Dia, eine Persona, die von Lebensjahr zu Lebensjahr sich verändert und dann die Persona projiziert die Bilder. Der blaue Bereich ist vollkommen geistlos, da gibt es weder Empfindung noch sonst was, das kann ich tausendmal sagen. Das heißt, mit irgendjemandem mitzuleiten, all das kannst du vergessen. Ja. Ja. Du kannst es schlichtweg und einfach vergessen. Du leidest mit was mit, was selber gar nicht leidet. Leidest du mit deinem Zahn mit, wenn du Zahnschmerzen hast? Du weißt doch, dass der Zahn keine Schmerzen hat. Da sagst du, das ist mein Leid. Das ist diese Empathie, wo ich so oft drauf eingegangen bin. Ich werde es nochmal erzählen, das fange ich jetzt nicht nochmal an. Aber im Weißenbuch werde ich das nochmal zusammenfassen. Mhm. Einfällt. Machen wir schon wieder Zukunft, merkst du das? Es ist jetzt schon alles passiert, aber auf der unteren Ebene muss ich ja so reden mit euch. Und glaub mir, du hast keine Vorstellung, wie weit ich mich zurzeit reduziere. Mhm. Mach mich immer kleiner, weil ich merke, es nützt nichts. Das Komplizierte, ich sage, das ist zwar wichtig, so wichtig wie jetzt ein normales Beispiel, diese ganze Elektronik, die Betriebssysteme, die Programme im Computer wichtig sind. Da gibt es auch Fachleute, die wissen, wie das funktioniert. Und wieso gibt es die jetzt? Weil ich die jetzt denke. Existieren die auch, wenn ich sie nicht denke? Solange du noch meinst, dass irgendwann in der Vergangenheit irgendwelche Trockennasen auf meinen Computer entworfen haben, nicht so niemand kann was, ohne dass ich ihn inspiriere. Ja. Das ist die ganze, der ganze Trugschluss mit Urheberschutz, wo sie zurzeit jetzt aktuell, jetzt ist natürlich immer jetzt, müssen wir jetzt ein Datum dazu sagen. Ja. Ist es so ein riesengroßer Fall, es ist eine Arroganz der Menschen, wenn sie Geld verdienen mit etwas, was sie von mir haben. Ich verlange doch auch kein Geld. Genau so ist. Ich könnte jetzt als Brüsseluder sagen, ich krieg's ja auch bloß geschenkt, bloß bei ich krieg's von mir selber. Ja. Erinnert euch an meine alte Geschichte, wo ich das Beispiel gebracht habe bei meinen Entwicklungen, wo ich merke, dass die physikalischen die Bücher nicht stimmen. Ja. Als ungebildeter Narr, ohne qualifizierten Hauptschulabschluss. Einfach durch Neugier und durch Aufmerksamkeit, durch Wachheit. Ja. Wie mir das dann kommt, wo ich dann ganz definitiv sage, das eigentlich Begeisternde war, dass ich gesagt habe, ich wusste ja vorher nicht, das ist mir eingefallen. Ohne, dass ich Stimmen höre und der ganze ISO-Kack mit aufgestiegenen Meistern. Es sind doch in deiner Traumwelt, die Figuren sind doch alles bloß Spinner und Schwätzer. Da kann ich immer wieder sagen, egal wen du mir bringst, wer der den Mund aufmacht, ich sage dir, was er rezitiert. Ja. Welche Bücher, welchen Guru, egal was, es ist nur ganz, ganz wenige. Und selbst wenn du mir jetzt eine bringst, es gibt durchaus welche, die du mir bringst, weil ich sage, nein, das, was die jetzt sagen, was sie machen, haben sie nicht irgendwo vorher gelesen oder plappern was nach. Das sind die Künstler. Mhm. Aber ich sage da auch, wo die das her haben. Ja. Von mir. Genau. Aber da steht nochmal einer dazwischen, zwischen diesen Künstlern und mir. Das bist du.
das bist du, weil ich muss dir jetzt erst einmal einen Künstler einfallen lassen, wo du dir dann denkst, der hat dieses und jenes entdeckt, gemacht, gemalt, geschrieben, komponiert. Ja. Meinst du, dass der Beethoven irgendeine einzige Symphonie zustande gebracht hätte, wenn du dir das nicht ausdenkst? Ja. Das klingt jetzt so unglaublich, ich weiß, aber der Witz ist, das ist hundertprozentig sicher jetzt Fakt, weil existiert überhaupt der Beethoven, wenn du ihn nicht ausdenkst? Wenn du das nicht überwunden hast, hast du noch ein riesengroßes Problem vor dir. Und ich meine jetzt natürlich nur den, der mich jetzt ausdenkt. Ja. Nicht der Toni, nicht die Helene und auch nicht der, der jetzt sich vielleicht dieses Video anhört. Wenn wir so gnädig sind und wir lassen irgendwelche Brösel, die einen winzigen Geistesfunk in sich tragen, daran teilhaben. Ja. Schau, ich kann mal jetzt Entscheidung treffen, ob ich das in den Chat reinstelle oder ob ich es nicht reinstelle. Und wenn ich es nicht reinstelle, dann werden die das nie mitkriegen, das Gespräch. Und wenn wir es reinstellen, aber wer ist, können die, die den Chat lesen, überhaupt was mitkriegen? Dreht sich das nicht bloß um den einen, der sich alles ausdenkt, aber der jetzt sehr, sehr limitiert ist innerhalb seines Programms? Es muss sitzen, das muss man immer wieder wiederholen. Darum sage ich, es ist was Intimes. Es ist nicht Lieblosigkeit, wenn ich sage, zuerst einmal gingen mir die Menschen am Arsch vorbei, die ich mir ausdenke, weil es Gedanken sind. Ob ich an einen Stein denke oder an einen Mensch denke. Das sind jetzt übrigens nur zwei Worte gewesen, Stein und Mensch. Und du kannst jetzt schauen, was für ein Schwall an Interpretationen in dir auftaucht, wenn du dich einmal mit diesen Worten näher auseinandersetzt. Was erzeugen diese Worte jetzt in dir für Vorstellungen? Die natürlich nur zu existieren anfangen, wenn du dir da Gedanken darüber machst. Das ist es. Darum sage ich immer wieder, du kannst dir hundertprozentig sicher sein, wenn du mich jetzt hörst, dass du ewig bist. Wenn das nicht der Fall wäre, wärst du kein Geist. Ja. Alles, was existiert, ist nicht ewig und alles, was existiert, ist schon wieder weg, wenn es der nächste Gedanke kommt. Das musst du wirklich tausende Male dir anhören. Ja. Dass jeder Gedanke, den du denkst, durch den nächsten Gedanken zerstört wird. Und was jetzt das schlimm klingt in Maßsetzung der materialistischen Logik, ist eigentlich das größte Geschenk, wo du kriegen kannst. Ja. Es ist bloß ein Problem, ist da noch einer in dir drin, der das akzeptiert, der das nachvollziehen kann, dass ich nur das beschreibe, was jetzt ist. Und wenn dann wieder kommt, das verstehe ich nicht oder da komme ich nicht mit, also dann bleibst du halt da. Ja. Da gibt es nichts zu verstehen. Schau doch einfach, vor was ich spreche. Jetzt könnte ich wieder, wie viel tausendmal habe ich in Selbstgespräch gesagt, jetzt schau bitte zur Tür hin, schau zur Tür hin und schau die Türklinge an. Wo war die ganze Zeit? Und jetzt versuche mal, die Tür am Leben zu halten. Kann ich nichts anderes mehr anschauen. Jetzt denkst du an deine Beine. Wo waren die ganze Zeit deine Beine? Wackel mit den Zehen an den Beinen. Wo waren die ganze Zeit? Und du wirst jetzt feststellen, jedes Mal, wenn was Neues auftaucht, wo ist jetzt die Türklinge wieder gewesen? Das ist das ewig Wogende hier und jetzt. Das hat nie begonnen zu wogen und es wird niemals aufhören. Du musst es nur akzeptieren. Vollkommenheit erreichst du nicht, indem du irgendwas nicht haben willst. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Die ist schon. Die ist schon. Vollkommenheit ist der Ursprung aus allem. Das ist UP. Das kann man nicht erreichen. Die Heiligkeit kann man nicht erreichen. Du kannst nicht etwas erreichen, was du bist. Ja. Du hast es nur vergessen. Was übrigens niemals was falsch gelaufen ist, das ist die Möglichkeit, dass du hier anfängst, was zu erleben. Aber die Erlebnisse waren halt wesentlich qualitativ hochwertig, egal ob ich einen Horrorfilm oder einen Liebesfilm anschaue. Wenn ich weiß, dass mir nichts passiert. Und ich sage immer wieder, ich kann jetzt auch mit all den Gefühlen mitgehen als Zuschauer. Ich kann den Grusel plötzlich genauso genießen. Heute kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Weil ich weiß, dass mir nichts passiert. Ja, ja. Wie unendlich selbstentmündigt ist ein Geist, der eigentlich ein absolutes Nichts ist, also etwas nicht Denkbares ist, wenn der Angst hat, dass ihm was passieren könnte. Oh, ich bin nichts, ich habe so Angst, dass ich zerstört war. Oh, ihr Deppen, ihr habt noch so viel zu lernen. Ja, so ihr habt noch so viel zu lernen.
Und dann will man sich am Leben erhalten. Es ist nichts, will sich am Leben erhalten. Es will in der Existenz bleiben. Etwas, was niemals existieren kann. Ja, genau. Aber alles, was existiert, kommt aus dem. Ja. Das ist kein so Geschwätz. Das ist das, was man sogar sofort überprüfen kann. Ohne einen großen Intellekt. Was du brauchst, ist, du musst Bewusstsein sein. Dieses S-A-I-N. Bewusstsein, das nicht existiert. Weil das Existierende wird es niemals verstehen. Einfache Sätze. Ja. Eine vergängliche Erscheinung wird niemals wissen, was Ewigkeit bedeutet. Ja. Genau. Und nochmal, du bist hundertprozentig ewig, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Zu vergänglichen Erscheinungen spreche ich nicht. Ja. Und jetzt machen wir wieder einen Sprung in die Traumwelt rein und dann kann ich ganz klipp und klar sagen, spitzt du die Rolle und machst das, was du tun sollst. Wenn du nicht bereit bist, deinen Vater, deine Mutter, deine Kinder zu verlassen, bist du meiner nicht wert. Ich sage nicht, du musst die verlassen, sondern du musst das Höhere über die vergänglichen Erscheinungen setzen. Mhm. Ansonsten hast du selbstverständlich dir dafür, deine Familie zu sorgen, zu sorgen, dass da Harmonie ist, was dir aber niemals ganz gelingen wird. Mhm. Wenn du ein schwarzes Schaf hast, ich hol bloß weiße Schafe rein. Und dann doch wieder. Ja. Ich sage immer wieder heim, haim. Zurück ins Meer kommt alles, was ausgedacht wird. Genau. Und darum ist es immer wieder das einzige Zaubermittel, ist es wiederholen und sich auf die Einfachheit einlassen und sich nicht in den Kopf, was will der Meister uns damit sagen? Sagst du mal genau das, was ich in einfachen Worten ausspreche. Ja, genau. Mhm. So ist. Mhm. Ja, ihr zwei. Ja, das sind wieder die Worte, die wir gerade gebraucht haben. Zur Wiederholung. Das dreht sich alles um diese Erkenntnis. Und dann, wenn man dann einen gewissen Frieden hat, dann kann man sich mit dem Wunder der Sprache auseinandersetzen. Das ist aber das Auswendiglernen des Kaufmannsdenken, das führt dich in keinem Sinn weiter. Kein Schritt. Das bläst nur in der Regel bei den meisten die Arroganz auf. Ich habe ja begriffen, ich habe es ja verstanden. Mhm. Da muss man die Demut haben. Da kann man jetzt, selbst wenn ich jetzt Namen ausspreche, ältere Namen, ich habe mir gerne erinnert euch noch einmal hier, Bernhard und Eva Maria. Ja. Diese Arroganz wurde ausgestrahlt worden. Und der Witz ist, die hatten zum damaligen Zeitpunkt erst die ersten drei Bände der Ohrenbohrungen. Zu dem Zeitpunkt hat es nur ich bin du bist du und wir sind alles sind. Und die haben aufgefächert wie die Weltmeister und die haben gemeint, die haben die Vordersprache verstanden. Da habe ich noch gar noch nicht von den roten und den blauen Ichs und dem 4X gesprochen. Das, was da noch gekommen ist jetzt, peu à peu. Genau. Tausenden. Was meinst du, wie erbärmlich das ist, wenn du einen Standard-Christen oder einen Standard-Moslem hast, der in irgendeiner Sekte ist, die haben ja noch nicht mal die Weisheit ihrer eigenen Lehre, ihrer Glaubenslehre. Ihr wisst, wenn ich immer wieder sage, wenn ich dich frage, was glaubst du, und du sagst, ich bin ein Christ, und ich frage dich, was für einer? Die großen Augen. Ein Christ. Wenn du ein Christ bist, sagst du nämlich, ich bin Katholik oder Protestant oder Zeuge Jehovas. Das ist ja nur eine Facette aus dem Christentum. Also mach dich zuerst einmal zu einem heiligen Christen oder zu einem heiligen Moslem. Das geht ja mit allen Religionen, habe ich ja in irgendeiner der Bücher, steht ja das drin. Wo ich dann oft, wenn ich frage, was bist du, und du sagst, du bist der Moslem. Ja, welcher? Und dann sehe ich eine ganze Latnei von Strömungen auf. Selbst im Koran waren 72 Strömungen erwähnt. Mittlerweile gibt es viel, viel mehr, die so untereinander verstritten sind wie die Christen. In einer scheinheiligen Harmonie. Es ist so offensichtlich, wenn dann, ach, ich will da gar nicht drauf eingehen. Das ist, weil den Scheiß, wo ich euch mittlerweile einspiele, wenn du das selber denkst, da musst du dich eigentlich mit Grausen abwenden und da bist du schon wieder ein blindes Arschloch, weil du in dem Moment mit was nicht einverstanden bist. Ja. Bei mir, wenn ich meine Bildzeitung aufmache und ich sehe dann wieder ein Fetzen Papier, das ganz bewusst jetzt gesehen als Pixel ein blutendes Kind darstellt und ich lese dann die Worte, schau dem Kind in die Augen. Und dann kommt natürlich sofort wieder der Monster Assad, der Massenmörder, der Kindermörder. Ich sage immer, wer macht jetzt das alles?
Und ich lasse das ganz normal weiterlaufen und schmunzle. Ich habe viel Spaß mit meinem Udo. Jetzt bin ich der Song, bist du schon ich? Hast du schon viel Spaß mit dem, der du zu sein glaubst? Oder nimmst du in sein Geschwätz des Zweiten noch viel zu wichtig? Das ist es. Der Humor, dieses darüber lächeln, wie du reagierst, ohne dass du dir das abgewöhnen willst. Ich muss jetzt das wieder in ein Beispiel packen. Ja. Ob das vom Udo wirklich so abläuft, das wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Weil du musst jetzt erst einmal von dir Udo ausgedacht werden, erst dann kann in dem Udo was passieren. Ja, ja. Besten geht es mir, wenn du nicht an mich denkst. Ja. Und wenn wir an uns denken, kann man miteinander spielen. Genau. Anders geht's nicht. Wunderschön. Das bleibt ein intimes Spiel für den, der sich das, der dann wirklich den Sprung macht, zumindest erst einmal in die rote Ebene. Ja, genau. Weil schon wenn du sagst, ich bin ein rotes Ich, magst du dich schon wieder zu was ausgeht da. Ich immer wieder so, auch das, was man ist, kann nicht gedacht werden. Dann fällt es sofort wieder eine Stufe runter, es kann gewusst werden. Das ist dann das rot geschriebene Gewissen. Mhm. Das rot geschriebene Gewissen. Das nenne ich Weisheit. Und das B-Wissen, das Bewiesene, sagt die Vorsilbe B im Deutschen schon, wenn du in ein gutes Etymologiebuch reinschaust, B weist immer auf ein raumzeitliches Verstreuen hin. Ja. Mhm. G ist immer ein Zusammensein. Wir sind gemeinsam. Ja. Ein Geheimnis. Das ist der Geist. Ja. Das blaue G dann, das Gewissen mit dem blauen G, das ist nicht geistiges Wissen, sondern Gehirnwissen. Verstand. Ja, ja, ja. Der ist sowieso selektiv, trügerisch. Ja. Das ist die Quelle des Leids. Ja. Auch so ein einfacher Satz. Es ist niemals irgendein Reizauslöser, der in dir auftaucht, schön, dass du dich schlecht fühlst. Ja. Sondern dieses zwanghafte Reagieren, das, was dann auf den Reizauslöser kommt. Genau. Ein schönes Beispiel, wo ich sage, wenn eine irgendwie schreien oder was in die Säge reinlangen oder das, was passiert, in dem unmittelbaren Moment, wo es passiert, ist kein Schmerz da. Es ist erst in dem Moment, wo das einer bewusst sieht, das ist der Reizauslöser. Und dann kommen die Interpretationen. Kann man wirklich ganz, ganz genau beobachten, wenn man sich in die Finger schneidet zum Beispiel. Ja. Es ist zwar relativ nah beieinander, aber du wirst feststellen, erst wenn du merkst, erst wenn dir bewusst wird, dass du dich geschnitten hast, dann ist es ja schon passiert. Und der Schmerz kommt. Das ist schon eine Reaktion, ist schon eine Interpretation. Der Schnitt selber, den kriegst du gar nicht mit. Ja. Das ist vor allem, wenn man abgelenkt ist, wo ich immer wieder sage, jeden, viele wissen das bei Schreiner, wo die Hände fällen oder was, oder die Finger, die in die Maschine gekommen sind, wo du, wenn du die wirklich einmal fragst, die sagen, du, wir hatten Stress und Hektik und dann denken wir nur, was ist jetzt da so viel Blut? Die haben das meistens gar nicht mitgekriegt und dann kommt es, wenn sie wissen, oh, mir fällt ja die halbe Hand. Der Schockzustand. Viele Sachen darauf eingegangen. Das Leben ist so perfekt. Mit allen möglichen Schutzmechanismen in Bezug auf dich, nicht auf das, was du bist. Das ist das kleinere Problem. Auch das Festhalten wollen von Bildern, immer wieder, wo ich sage, es geht nicht. Ja. Die größte Angst ist, was zu verlieren. Mhm. Ich sage, verlierst du was, wenn du dir jetzt was ausdenkst und es kommt wieder in dich rein? Die Welt fällt wieder zusammen? Ja. Das nennen die dann, ich habe es verloren, weil man sich selber ja immer außen wähnt, immer ausgedacht wähnt. Das heißt, mein Körper ist ja auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Damit hast du dich getrennt von dem, was du eigentlich bist. Von dem, der immer ist. Jetzt wirst du zu was Vergänglichen. Und jetzt kämpfst du darum, möglichst lange in der Existenz zu bleiben. Ja. Und dann wird dir der Wahn bewusst, diese unendliche Verlogenheit, wo ich dir einspiele zur Zeit. Sodom und Gomorra. In jedem Bereich, am allerschlimmsten, sind die ganzen Scheinheiligen. Die gieren alle nur nach Geld. Zumindest, ich sage nicht einmal, wenn ihnen die Gier gar nicht bewusst ist, solange du glaubst, dass dich Geld am Leben erhält, gierst du nach Geld. Ja. Und dann spuckst du Gott ins Gesicht. Das habe ich vor 20 Jahren schon in einem Männer gesagt. Ja. Genau. So Leute, jetzt lassen wir es gut sein. Dürfen wir ganz kurz noch. Selbstverständlich. Nur auf die raumzeitlichen Bedürfnisse eingehen vielleicht. Bettwäsche oder so irgendwie. Helene, das ist alles, das machen wir alles nur. Das ist alles ganz, ganz lieb von euch.
da schauen wir mal, wenn ihr da seid oder was, oder wir schreiben ja eh nochmal, ne? Ja, passt ja. Schon. Ich weiß nichts, da muss ich die Marion fragen. Ich weiß nichts, ihr wisst, ich kümmere mich da überhaupt nicht drum. Würdest du... Was ich brauche, ist ein Klopapier. Das kriegst du. Aber im Falle, dass du vielleicht, damit wir dich nicht jedes Mal stören in Skype, nur ganz kurz hineinschreibst in den privaten Ordner von uns. Ich frage die Marion, wenn ich dran denken sollte. Wir kommen da auf jeden Fall, das hat jetzt doch super die letzten, was in den 20 Jahren fast funktioniert. Und das genau. Machen wir schon, weil ich habe da überhaupt keinen Fokus drauf. Wenn du mit ihr sprichst, vielleicht denkst du dran. Die weiß das besser, was wir brauchen. Ja, genau. Also der Kühlschrank ist voll und mehr interessiert mich nicht. Und das nehme ich doch an. Die Marion hat doch einen eigenen Laptop. Sie soll uns eine Mail schicken, was sie braucht. Die geht doch, das macht sie doch nicht. Die macht doch kein Skype. Die schaut doch bloß ihr Fähnchen an. Na, eine Mail. Das muss ich immer machen. Wenn die mal eine Mail schreiben muss, muss das ich immer schreiben. Die hat es zwar erst drauf, aber das macht die nicht. Nein, wir rufen überhaupt so nicht ins Internet. Ha? Wir machen das schon. Wir kommen da schon zusammen. Ja, okay. Das ist alles gut. Macht euch keinen Kopf. Wenn ich mir keinen Kopf mache, müsst ihr euch gleich zweimal keinen machen. Genau. Okay. Ich bin davon überzeugt, dass das bestens eingerichtet ist. Aber wie? Das ist ein lieben Gruß an die Gogos jetzt ausgedachterweise. Ja? Ne? Ja. Okay. Da haben wir ich eh nochmal. Ha? Da haben wir im Moment nicht so viel Kontakt, außer ab und zu ein Skype. Das ist gut so. Es muss jeder sein Leben leben, wenn man wieder normal lebt. Und die leben das schon. Gogo macht das super. Ja, viel Spaß mit denen, wenn sie anrufen. Ja, das ist ja jetzt, wir haben es ja leichter. Aber das ist, die stehen halt mit beiden Beinen noch im Leben. Genau. Du kriegst ja als Schulrektorin der Gogo in sein Büro. Aber er ist so wach, wenn der Gogo erzählt, was er Erfahrungen, die er ist so in der Beobachtung, auch die Trixi, und das Leben lassen die laufen, so wie ich jetzt sehe. Und das, die müssen genauso raus. Denk doch jetzt an die Helene, du weißt noch, wie du noch in der Schule warst und 3 Jahre vor der Pensionierung, habe ich gesagt, Helene, die 3 Jahre bringst du jetzt auch noch rum. Und was ist dann passiert? Dann ändert sich alles ganz, ganz brutal. Ja. Und das wird, wenn so sein soll, wird es bei der Trixi genauso sein, beim Gogo genauso sein. Und ansonsten gibt es noch viel zu lernen in dem Alter, auch die Aufmerksamkeit zu lernen. Egal, was man macht, was man für einen Job hat. Was es tödlich ist, ist dieses Ablenken, sich immer wieder in die Welt tragen lassen mit Nachrichten, mit sich in den Kopf zerbrechen. Auch das, wenn passiert, passiert natürlich. Der Beobachter, der muss das merken. Und der muss sich immer die Frage stellen, warum ist jetzt das? Ja. Die Antwort ist das da. Zu jeder Frage, die in dir auftaucht, wenn du die stellst, ist immer eine Antwort da, weil zu einem Wellenberg gehört ein Wellental. Und die Antworten sind so einfach wie das Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Warum passiert jetzt das? Schlichtweg, erst einmal, weil ich noch was zu lernen habe und das Erste, was du zu lernen hast, dich über nichts und niemanden aufzuregen und an deiner Gleichgültigkeit zu arbeiten. Die Gleichgültigkeit ist nämlich die Nulllinie, dass der Berg genauso gültig ist, wie das Tal bloß gespiegelt. Und dass die Guten, das Gute, das du anstrebst, das Gute alleine gibt es nicht ohne der Schlechte. Und die Heiligkeit ist beides gleichzeitig. Ja. Also solange du immer noch bestrebt bist, wenn du krank bist, gesund sein zu wollen, dann wirst du immer heilig bleiben. Weil gesund ist nicht heilig. Der Heilungsprozess ist was anderes wie ein Gesundungsprozess. Der Gesundungsprozess ist, dass man die Krankheit bekämpft, dass man nur noch gesund ist. Ja. Ich will nur noch Sonnenschein. Du wirst feststellen, wenn du jetzt in einer Welt bist, wo nur noch Sonnenschein wäre, dann würden ja Millionen von Ärzte arbeitslos. Ja. Ja. In Bezug Gesundheit ist Sonnenschein. Genau. Mhm. Wenn wir Sonnenschein nehmen, wird alles kaputt gehen. Absolut. Ja. Das ist es. Das heißt, der Heilungsprozess ist nicht eine Seite wegzumachen und nur die Gute zu wollen, die ein guter Schein, sondern eben beide Seiten gleichwertig zu machen, dass man dann in der Addition plus minus in dieses Nichts kommen, das du eigentlich schon immer bist. Ja.
Es fällt niemals der Berg zusammen, ohne dass im selben Moment es auch weggeht. Und solange du den zusammenfallen lässt, dreht sich bloß die Polarität. Dann kommst du in dieses chronologische Denken. Mhm. Und das wäre jetzt dann schon wieder Holo-Feeling, einfach, dass du mal in einer einfachen Form, wie die Programmstrukturen sind. Die Sprache selber ist dann die tiefste Ebene. So wie ich das jetzt dargestellt habe, ist es sehr einfach. Du wirst immer merken, jedes Wort ist selbst erklärend, wenn man die Vordersprache versteht. Das muss man aber nicht wissen. Es reicht doch, wenn ich sage, das ist gut so, ich muss doch gar nicht wissen. Es reicht doch, wenn es funktioniert und du wirst dich wundern, wie schön das funktioniert, wenn du dich darauf einlässt. Deine Welt wird voller Wunder, im Kleinen zuerst. Voller Zufälle. Ja. Okay, jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja, danke, danke und wir melden uns. Ja, danke, danke. Bis gleich. Bis gleich.